So Leute, jetzt geht es. Die Abstimmung, sie ist beendet. Ich werde gleich um Punkt 0 Uhr ja, raufgucken, was das Ergebnis ist. Ich weiß jetzt schon, es ist extrem, extrem eng. Und wir könnten vielleicht sogar einen Gleichstand haben. Und dann werde ich ja einfach persönlich entscheiden, was wir machen werden. Ja, wir gucken da gleich rauf, wenn es hier Punkt 0 Uhr, 8. 5. ist. Dann gucken wir uns das Ergebnis an. Nochmal zur Erinnerung, entweder wird es Inter Miami, Milan, die beiden in FIFA oder Manchester United in PES. Und ja, in wenigen Sekunden werden wir hier uns das Ergebnis ansehen. Und dann wisst ihr, was es wird. Da ist das Ergebnis und wir haben tatsächlich einen Gleichstand. Erstmal 78 Leute haben abgestimmt. Das ist schon mal sehr, sehr erfreulich, weil das sind nochmal ein paar mehr als bei der ersten Abstimmung. Also sehr, sehr schön, dass ihr da dran teilgenommen habt. Und ihr seht es, es ist tatsächlich ein verdammter Gleichstand zwischen Inter Miami und Manchester United. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir die PES-Bayern-Karriere beendet haben, erst einmal eine Manchester United-Karriere in PES starten, weil viele kritisiert haben, zu Recht, dass dann ja noch mal eine FIFA-Karriere kommen würde, also dass wir zwei FIFA-Karrieren dann parallel hätten mit der BVB-Karriere und der Inter Miami oder AC Milan-Karriere. Und dementsprechend machen wir erst eine Manchester United-Karriere, die wird wahrscheinlich nur zwei oder maximal drei Saisons lang gehen. Ich glaube nicht, dass wir sie länger machen werden. Und dann werden wir Inter Miami auf jeden Fall in Angriff nehmen. Weil das wird auch ja nur so ein 1, 2, 3 Saison langes Projekt werden in FIFA. Aber ich freue mich sehr auf Manchester United. Und als kleine nullte Folge dieser Karriere wird es jetzt schon mal einen kurzen Einblick geben. Und zwar starten wir die Karriere natürlich als Manchester United Legende, als Ryan Giggs, der Walise im Anzug unterwegs, übernimmt jetzt also von Solskjaer. Und ja, das ist, denke ich mal, ganz cool, dass man so eine Icon hier wieder als Trainer haben kann. Hatten wir jetzt ja bei Barca und Bayern auch. Wir werden wieder hier auf den Einstellungen spielen, die wir sonst auch immer hatten. Und ich glaube, das sind dann soweit die. Und ja, da stellt sich natürlich die große Frage, was haben wir mit United vor? Was können wir erreichen? Was müssen wir an Transfers tätigen? Und was brauchen, welche Spieler werden wir behalten? Weil wir haben ja schon den ein oder anderen richtig guten Spieler hier am Start, wie beispielsweise ein Maguire oder De Gea. Zielsetzung für die erste Saison, die nehmen wir hier auch mal eben mit. Wir wollen die Meisterschaft holen. Ja, das machen wir. Transfers technisch habe ich jetzt schon mal die für den Sommer 2021 so ein bisschen gemacht. Also unsere Leihspieler sind beispielsweise zurück. Und ja, zum Beispiel halt so ein Dalot, der von AC Milan zurück ist. Den haben wir dann jetzt eben wieder zur Verfügung. Also einerseits haben wir hier natürlich schon mal einen richtig, richtig guten Kader. Andererseits haben wir auch noch einige Baustellen. Im Zentrum könnte man sich definitiv noch verbessern, in der Innenverteidigung auch. Und ansonsten müssen wir uns auch mal überlegen, in was für einem System wir am Ende des Tages dann noch spielen wollen. Also für mich müssen eigentlich ein Rashford, Greenwood, Martial und Bruno Fernandes alle eine Startelf. Bedeutet, dass man eher auf ein 4-2-3-1 oder 4-3-3 gehen würde. So hätte man natürlich ein sehr gutes Zentrum, aber da könnt ihr ja auch gerne mal Vorschläge in die Kommentare hauen. Wir haben einige Spieler zurück, die wir wohl verkaufen werden, wie ein Lingard, ein Pereira, ein Cavani könnte man auch abgeben unter gewissen Umständen. Und ansonsten viele auch ältere Spieler wie Matic oder Mata, Chong, den man verkaufen wird, weil man auf Talente wie Diallo setzen möchte oder Pelistri. Also da gibt es eine Menge zu tun, was wir verkaufen könnten. Und ich zeige euch jetzt schon mal meine Wunschliste und ihr könnt die dann über die Kommentare ergänzen. Wir starten in der Verteidigung. Torhüter brauchen wir eigentlich nicht, weil wir De Gea haben und dann noch Henderson, der den ersetzen könnte. Bin ich sowieso ein Fan von, dass wir vielleicht nach einer Saison De Gea verkaufen und dann einen Henderson zur Nummer 1 machen. Also ihr, ja, ich gehe die jetzt einfach mal durch und zu manchen sage ich vielleicht was. Koundé wäre beispielsweise mein Favorit auf der Innenverteidigerposition aktuell, den zu verpflichten. Weil Ramos halte ich nicht für realistisch, Varane könnte schwierig werden, Boateng hatten wir jetzt auch schon mal gemacht. Dann Außenverteidiger sind wir eigentlich auch gut aufgestellt, vielleicht brauchen wir da nochmal einen Rechtsverteidiger Backup. Da könntet ihr gerne mal was in die Kommentare schreiben, weil Wan-Bissaka ist absolut gesetzt, aber dahinter
könnte man sich auf jeden Fall nochmal umschauen. Und da fällt mir jetzt gerade noch eine ein, den man da holen könnte. Und zwar Lamptey, der ja ein gutes Talent ist und ja, da vielleicht hinter Wan-Bissaka aufgebaut werden könnte. Den fände ich da auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann links Nuno Mendes, ein großes Talent aus Portugal. So, und dann im Zentrum haben wir den ersten von drei Norwegern. Und zwar Berger. In der Realität ist Solskjær gerade noch als Norweger dort Trainer. Und deshalb hätte ich Bock, da so eine norwegische Achse in dieses Team einzubauen. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, wer die anderen beiden Norweger sind. Dazu kommen wir gleich. Und er zusammen mit Rice, wenn wir das hinbekommen, dass die irgendwann mal bei uns auf der Doppel-6 hier bei Manchester spielen, dann wäre ich mega zufrieden. Marquinhos ist auch noch einer für die Innenverteidigung eher. Bellingham einer für die Zukunft. De Paul ist ein vielseitiger Spieler. Ruben Neves ist auf jeden Fall einer, der bewiesen hat, dass er gut genug für die Premier League ist. Goretzka, auf den hätte ich hier irgendwie schon Lust. Le Llorente macht einen super Job bei Atletico, ist vielseitig einsetzbar. Und da ist der zweite Norweger, und zwar Ødegaard, hat jetzt ein halbes Jahr für Arsenal schon Premier League Luft schnuppern können. Und vielleicht können wir ihn jetzt kaufen, weil Arsenal wird ihn wohl nicht fest verpflichten können. Aber vielleicht können wir das ja tun. Mal gucken. Dann Cristiano Ronaldo, vielleicht holen wir ihn zurück. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viel Bock ihr darauf hättet. Ein Rafinha könnte man für den Flügel holen. Sabitzer eher fürs Zentrum bei mir, wenn dann eingeplant. Unfassbar vielseitig einsetzbar, deshalb unfassbar gut. Jadon Sancho natürlich immer ein Thema. Auch wenn man da mal gucken muss, ob wir ihn verpflichten. Ich kann es mir aber schon gut vorstellen. André Silva könnte man für den Sturm holen. Und da ist der dritte Norweger. Natürlich Erling Haaland, eher Berger und Ødegaard, das wäre so ein geiles Trio und darauf hätte ich schon extrem Bock. Und zu guter Letzt noch Harry Kane. Das ist meine Liste, vielleicht müssen wir auch den einen oder anderen Spieler verkaufen. Ich werde jetzt hier nur noch mal schon mal die Scouts einstellen und dann könnt ihr alles in die Kommentare schreiben, ja, was euch so einfällt, was wir machen könnten. Wir haben 150 Millionen knapp auf dem Konto, das ist ordentlich, das ist nicht mega viel, aber es ist auf jeden Fall ordentlich und damit sollten wir schon in der ersten Transferphase einiges tun können, zumal wir ja auch vielleicht den einen oder anderen Spieler noch verkaufen. Also eure Vorschläge in die Kommentare und das war es jetzt mit diesem ganz kurzen Überblick. Es sind ja noch einige Folgen in der Bayern-Karriere, die erstmal kommen müssen, bevor es richtig losgeht, aber damit habt ihr jetzt genug Zeit, eure Kommentare unter dieses Video reinzuschreiben, sodass ich die dann zur ersten richtigen Folge der Manchester United-Karriere in PES 21 alle mit einbeziehen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video morgen wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.